So, versuchen wir es noch mal. Tag Nummer 6, wenn ich richtig geguckt habe. Immer weniger Arbeitsplätze. Die Zeitung haben wir uns durchgelesen. Last Trade verhaftet. Auf geht's zur Arbeit. Versuchen wir diesmal nicht unsere ganze Familie umzubringen. Die Grenzposten werden wieder aufgestellt. Und das Ministerium für Arbeit hat ein Sonderprogramm zur Kontrolle der Werkstätigkeit von Immigranten aufgelegt. Okay. Personen, die zwecks Aufnahme, ja, okay, dass man dem Arbeitsausweis, das war die Sache. Der nächste, bitte. Der erste, bitte. Okay, wen haben wir denn da? Arbeitsausweis. Einreisegenehmigung. Okay. Dann werde ich mal schauen, ob ich heute irgendwie meine Familie noch retten kann. Okay. Impo. Das scheint, ja, muss halt irgendwie passen. So, der Name scheint auch zu passen. Ausweisnummer passt auch. Arbeit 3 Monate. Was hat sie gesagt? Ein paar Monate. Okay, ja. Und ja. Passt alles, würde ich sagen. Können wir damit anfangen? Können wir hier mal eine Genehmigung raushauen? Darfst einreisen. Habe jetzt nicht geguckt, ob der Pass verfallen ist, aber ja. Der nächste, bitte. So, Papiere bitte. Zweck der Reise, Arbeit. Todesaufenthalt. Ich bleibe hier 6 Monate. Nee, das kannst du behalten. Ich weiß, die nehmen das nicht zurück. So, Arbeitsausweis. Der passt. Ja. Bis 83. Ja, ist noch gültig. Einreise bis 16.12. Der Name passt. Der. Ja, das auch. Ja, können wir genehmigen. So, hier und rein mit dir. Mach mir keinen Ärger. Oh, ach ja, die Hilfsbotschaft Dari Ludum. Den müssen wir verhaften. Müssen wir verhaften, wenn er nachher kommt. Das hatten wir ja schon beim letzten Mal. Müssen wir auf Dari Ludum mal gucken. Dem dieses den Brief zeigen und dann wird er sich selbst verraten. Ich glaube, das war der Weg. So, Gabriel, das passt. Ausweis nur passt auch. Arbeit für ein Jahr. Ja, passt. Der ist noch, der gilt noch, ist auch und der passt, der gilt auch noch. Sehr gut, können wir einreisen lassen. Lassen wir heute ganz viele rein. Ist mal gut, müssen wir nicht so viele abweisen. Der nächste. Darinodum kommt, glaube ich, erst später. Oh, was haben wir denn hier? Arbeitsausweis ist ungültig. Oha. Zum Glück noch kein Bußgeld. Aha, bleibt. Kollegien. Nicht zum Arbeiten hier oder was? Durchreise, okay. Dann brauchst du aber, glaube ich, trotzdem noch. Brauchst aber trotzdem nur noch ein Einreisebeleg. Sonst kann ich sie nicht durchlassen. So. Müssen sie leider gehen. Tut mir leid. Sonst kriege ich hier noch Verwarnungen. Die Verwarnungen kann ich mir nicht mehr leisten. Ach, der Kollege schon wieder. Hallo, alter Freund. Du brauchst immer noch ein. Brauchst immer noch ein Einreisebeleg. Sie brauchen eine Einreisegenehmigung. Mein lieber Scholli, ich mein's aber wirklich ernst hier an der Grenze. Ist auch gut so. Der Trottel.
Jetzt kommt, glaube ich, Daridunodum, oder? Nee, der kommt noch nicht. Das ist eine andere Dame. Besuche Verwandte. Okay, da brauchst du keinen Arbeitsausweis für. Name passt. Ausweisnummer passt auch. Ja, passt. Passt alles, würde ich doch sagen. So, hier und hier. Können sie. Der nächste bitte. Was? Nein! Ungültiges Geschlecht. Ach ja, da habe ich jetzt nicht drauf geguckt. Verdammt. Kein Bußgeld. Kannst du behalten. Du bist Ludum Dari. Außer Stotzka. Kann ich ihn einfach ablehnen? Ich versuche es mal auf diese Weise. Kleine Miststück. Arrest. So. Was soll die Scheiße denn jetzt? Rück ich sofort mein Papier wieder raus. Raus hier. Jetzt wird er verhaftet. Steht Verdacht auf Missbrauch. Der nächste. Das hatten wir ja alles schon. Papiere bitte. Diesmal müssen wir hoffen, ob das meine Familie am Leben bleibt. Okay, ich bräuchte ihren Ausweis. Die Einreisegenehmigung reicht nicht. Ich brauche da noch. Ich bräuchte was zum Stempeln. ja. Keine Übereinstimmung. Verhören. Wo ist der Pass? Bitte sehr. Ach, geht doch. Können wir das hier mal wieder reinstecken? Musste erstmal aufgefordert werden. So. Ausweisnummer passt. Mario passt auch. Einwanderung Dauer unbegrenzt. Ich weiß nicht, ich glaube, das war falsch. Wie war das hier? Ein bisschen aktuell sein. 82. Stimmt eigentlich alles. Das will ich noch überprüfen hier. Dokumente. Einstimmung. Die Dokumente müssen aktuell sein und keine Übereinstimmung. Okay, dann müssen wir stempeln. Ich hoffe, das mache ich jetzt nicht falsch. Aber ja, ich muss den noch weglassen. Ich hoffe, das war jetzt nicht falsch. Oh, es war falsch. 5 Credits. Ich kann es mir nicht leisten. Nein. Person war einreiseberechtigt. Ah, habe ich mir doch gedacht. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ich mache das hier mal schlechter. Da liegt ja schon Müllhaufen rum. Ich muss mich konzentrieren. Das geht noch. Das geht auch noch. Ein Monat. Was hat er gesagt? 30 Tage passt. Zu Besuch. Da braucht er keinen. Ja, die ist einreiseberechtigt. Das können wir so machen. So, zack. Darfst rein. So, ich hoffe, ich mache keine Fehler mehr. Sonst wird sie dramatisch. Transit durch Astrodotzka. Okay. 3 Monate, 3 Monate. Nummer passt. Name passt. Oha. Ah, Schreck, was ist jetzt passiert? Oh nein. Der Attentäter schon wieder. Da gibt es dann wieder eine Strafe für mich. Sohn friert und ist krank. Onkel. Ich habe kein Geld. Ich habe nur Strafe. Kann ich mir alles nicht leisten. Oh Mann. Astotzka toleriert keinen Zahlungsverzug. Ah, ich habe Schulden. Verdammt.
Familie wurde zurück in das Dorf geschickt. Sie stehen unter Arrest, bis sie ihre Schulden beglichen haben. Beugungshaft. Es wird ein leichtes sein, einen Ersatz für sie zu finden. Sleva Stotzka. Ja, Mist. Ende 1 von 20. Jo, da haben wir es geschafft. Medikamente gekauft. Jetzt sind sie wieder ein bisschen gesünder. Habe ich es auch mal durchgeschafft. Großartig. 29. November 1982. Die Wahrheit von Stotzka ist unbezahlbar nach wie vor. Stößerring auf ausgehoben. Grenzbeamtin Christine macht Drahtzieherring fest. Jo, wieder Angriff auf Grenzübergang in Christine. Und das Wetter. Tag 7. Wenn ich das richtig habe. So, ich wieder an meinem alten Arbeitsplatz. Die Depesche für heute heißt: In Suchscannersystem habe ich in meiner Kabine installiert. Sorry, mir ist gerade ein bisschen übel geworden. Kollegische Extremisten stehen im Verdacht, für die Bombenanschlag von gestrigen Tagen verantwortlich zu sein. Sie suchen sie eine Kollegien vor die Einreise genehmigen. Aha, okay. Kollegien unter Generalverdacht stellen. Der Suchscanner. Machen wir den? Okay, dann lassen wir einfach den ersten kommen. Okay, das mit der Leertaste funktioniert noch nicht. Das muss ich wohl erstmal kaufen. Dafür habe ich kein Geld. So, Kollegien muss jetzt erstmal. Ja, durchsuchen uns eine Kollegin, bevor sie den eint. So, hier, habe ich da ein Regelbuch? So, hier, da muss doch was drin stehen. Eine Kollegin, wenn durchsucht. Mhm. Jo. Sie wurden für eine routinemäßige Durchsuchung ausgewählt. Scannen. Ah, der Scanraum. Gut. Knips. Ein Nacktbild. Na, ganz hübsch. Ja, das sieht doch in Ordnung aus. Können wir durchlassen. Würde ich sagen. So, Andrea passt. Der Ausweis passt auch. Besuch. Hat sie wohl so gesagt. Besucht Verwandte, okay, 3 Monate. Ja, der Pass ist noch gültig, das ist auch noch gültig. Und dann können wir sie wohl reinlassen. So, wollen sie hier ihren Scan haben? Wollen sie wohl nicht. Tja, macht sie mir keinen Ärger. So, der nächste bitte. Bitte kein Kollegia mehr. Zweck ihrer Reise, Besuche, Verwandte. Okay. Republien. Ich brauche Dokumente von Ihnen. Eine Einreise. Sache. Einreisegenehmigung. Keine Übereinstimmung. Wie kann ich das? Ich kapiere das noch nicht ganz. Keine Übereinstimmung, okay. Person hat einen Pass. Ja. Einreisegenehmigung für Ausländer. Da kann ich sie jetzt mal. Kann ich sie nicht verhören. Du musst sie halt einfach abstempeln. Du musst sie einfach ablehnen. Tut mir leid.
Nächster, bitte. Ich hoffe, das wird mir nicht als Fehler markiert. So, Papiere. Ich muss jetzt vorsichtiger sein. Ich brauche das Geld für meine Familie. Wenn ich weniger Fehler mache, kriege ich mehr Geld. Was läuft das hier? Transitverkehr, 30 Tage. Oha, sie hat weniger gesagt, Diskrepanz, jo. Zeitraum ihres Aufenthalts stimmt nicht mein. Entschuldigung, ich bleibe einige Wochen. Okay. Ja, stimmt immer noch nicht. Okay, stimmt. Ja. Transit. Der gilt wohl noch. Pass stimmt, Name stimmt auch. Okay. Na, dann lassen wir so rein. So, durch mit dir. Mach mir keinen Ärger. Der nächste, bitte. Jo. Astotzka. Oh, willkommen zu Hause. Hat man lange keinen mehr. Das stimmt, das stimmt. Ja. Passt. Können wir. Ist Nebastotzka. Der nächste gleich hinterher. Oh, was war denn jetzt falsch? Ungültiges Geschlecht. Ah, da gucke ich mal nicht drauf. Verdammt. Ist noch kostenlos. Die Verwarnung. Ich bin nur 2 Wochen. Okay, das passt. Das Landreisen, Kollegin, das ist doch hier. Du musst hier mal kurz. Sekunde, Regelbuch. Sie werden durchsucht. So, routinemäßige Durchsuchung, scannen. Ausziehen. Patz. Einmal von vorne, einmal von hinten. Hat eine Waffe. Das kann man entdeckt. Na, Rast. Ah, Rast. Führt eine Waffe mit sich. Was denn hier los? Ja, ich hab doch deine Waffe gesehen. Jo. Na dann. Gleich der nächste. Machen wir einfach so weiter. Es wird mir nichts geschehen. Ganzer Stapel Papiere. Zum Arbeiten, das ist hier. Sie hier, sorry. Kollegin. Ach. Ja. Regelbuch. Kollegin muss wieder durchsucht werden. Kollegin. Sind wir in Sachsen. Kollege. So. Skripanz. Durchsuchung. Scannen. Ja, sauber. Na dann. Bleibt das zu überprüfen. Gilt noch, sehr gut, gilt auch noch. Name passt auch. Gut, Ausweisnummer passt auch, Arbeit. Geschlecht passt auch noch, ja. Dann müssen wir wohl. So, gehen Sie durch.
Der nächste bitte. Die nächsten kontrollieren. So, Zweck der Reise. Arbeiten. Die sind doch eigentlich immer willkommen. Gute Arbeiter am Land. Das kann man auch gebrauchen. Statistik. Aha. Arbeit 6 Monate. Ein halbes Jahr. Okay, das passt. Ausweisnummer passt auch. Name passt. Das ist gültig. Das ist auch gültig. Der Pass ist auch gültig. Ja, von mir aus können sie einreisen. Hier, bitteschön. Der nächste, bitte. Was? Vorschrift missachtet. Eine Kollege. Ach, Mann. Kollege, ja. Hätte ich durchsuchen müssen. Na, hoffentlich macht er hier keinen Anschlag. Ich beobachte dich. Bleibst weg. Er geht, okay. Keine Gefahr von ihm ausgegangen. Super. Passnummer passt. Name passt auch. 82, okay. Der gilt noch, der gilt noch, der gilt noch. Ja. Durchreise. Ja. Das können wir so gelten lassen. Jo. Machen Sie keinen Ärger. Kollegen war das nicht, oder? Nein! 5 Credits. Foto passt nicht. Ach, verdammt. Ich hoffe, die macht keinen Ärger. Die müssen wir jetzt noch kontrollieren. Ich hoffe, sie wollen nicht arbeiten. 14 Tage. Ja, passt, passt, passt. 82. Passt. Orbistan. Bild passt auch. So, sie können rein. Hervorragend. Naja, hervorragend nicht. Wir müssen was abhören. Oh, Schwiegermutter tot, Sohn tot, Onkel tot, Frau sehr krank. Meine Familie. Mei. Minus 5. Wir können uns die Nahrung nicht leisten. Ihr Sohn, ihre Schwiegermutter und ihr Onkel sind gestorben. Ihre Frau wird ohne Medikamente sterben. Kabine verbessern. Ja, die Kabine verbessern ist jetzt, das ist wirklich das drittletzte Problem. Und ich habe kein Geld für Medikamente. Das ist... Ah, verdammt. Es wird knifflig jetzt. Gut, bleibt mir nichts anderes übrig. Zahlungsverzug. Ach, ich habe wieder Schulden, deswegen. Ach, Kacke. Ende 1 von 1. Ah, Mann. Das bringt... Zum Tag 6, Tag 7 bringt das schon so seine Probleme mit sich. Es wird nicht leichter, das Spiel. Glory to Astotzka. Ah, Mann. Mist.